Herzlich willkommen an der Karl-Ludwig-Jessen-Schule. Wir zeigen euch unseren Schulgarten. Ja, wir sind das Schulgartenteam von der Karl-Ludwig-Jessen-Schule. Ich bin Susanne Wiesel. Und ich bin Frau Carstensen. Und bei uns im Team fehlt jetzt noch Corinna Schmischke. Was bisher geschah? So, ich möchte einmal zeigen, was wir in den letzten Wochen hier schon angefangen bzw. beendet haben. Das erste, was passiert ist, ist, dass dieser zweite Hügel, der hier mal existierte, jetzt tatsächlich weg ist. Wir haben schon Rasen angesät und die ganze Erde, die hier quasi lag, ist jetzt da drüben auf den Hügel gekommen. Das hier ist der neue Eingang zu unserem späteren Schulgarten. Hier haben wir einen Rosenbogen gesetzt und Rosen gepflanzt und eine Buchsbaumhecke als Abgrenzung gepflanzt. Genau. Dann soll hier später noch ein Baum gepflanzt werden. Der soll in etwa hier, wo die Markierung ist, hin. Und drumherum soll eine Sitzbank bzw. eine Baumbank. Also hier an unserem Kaninchenstall ist Herr Hübner gerade bei, noch ein Außengehege zu bauen, was wir denn flexibel hier im Schulgarten umstellen können. Und jetzt könnt ihr einmal mitkommen. Also hier soll unsere Feuerstelle entstehen. Hier haben wir Bambus angepflanzt. Da kommt auch noch Weide hin, um das ein bisschen gemütlich zu halten und auch ein bisschen um Schutz zu haben. Und damit wir hier nett beisammen sitzen können. Und dann geht das hier einmal weiter. Wir haben angefangen, den Wall aufzuschütten. Das ist der Hügel, den wir abgetragen haben. Den haben wir schon jetzt bis zur Hälfte bepflanzt. Und langsam wächst der Rasen auch schon. Träume für die Zukunft. So, hier sind wir jetzt auf dem Schulhof. Und hier haben wir immer noch den Wall mit der Rutsche und unser Ziel ist es, dass diese Rutsche umzieht. Und zwar wollen wir gerne den ganzen Hügel mit der Rutsche, ich drehe mich mal, einmal auf das Ende in diese Ecke versetzen, damit wir hier, wo jetzt die Rutsche derzeit ist, einen Fußballplatz oder eine kleine Soccer-Ecke oder irgendwie sowas einrichten. Das ist aber alles noch nicht spruchreif, das ist ein Wunschdenken und wir hoffen, dass wir das irgendwann mal realisieren können. Ja, und dann nehme ich euch einfach mal mit hinten in die Ecke. Unsere Vorstellung wäre, hier nochmal ein Pfad der Sinne zu errichten und hier hinten nochmal eine kleine, nette, gemütliche Runde zu erschaffen, wo wir noch die Gedanken frei schweifen lassen und uns noch nicht entschieden haben, was da jetzt genau hinkommt. So, und hier haben wir vor, hier kommen die weiteren 7 Hochbeete hin, denn unser Wunsch ist es, dass jede Klasse nachher ein Hochbeet hat. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass hier 7 kommen und da oben hatten wir ja erklärt, dass da nochmal 2 Stück sind. Alles wird auf jeden Fall rollstuhlgerecht sein und auf jeden Fall auch befahrbar dazwischen. Hier sollen noch 2 weitere Hochbeete entstehen für die Schüler bzw. für die Klassen. Dann haben wir unsere bereits existierenden Hochbeete. Die sollen in der nächsten Zeit unter das Küchenfenster versetzt werden. Hier sollen Kräuter angesät bzw. gepflanzt werden, die dann im Kochunterricht Verwendung finden. Hier haben wir 2 Holzkisten gespendet bekommen. Die sollen nachher hoffentlich mit den Schülern bunt gestaltet werden und als Blumeninsel auf unserem Schulhof. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Eindruck von unserem Schulgarten gewonnen. Und ja, genau. Es ist so, dass unser Budget für den Garten leider sehr gering ist und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn vielleicht auch Eltern oder Familien einen Teil zu unserem Schulgarten beitragen würden. Beispiel in Form von Sträuchern, die vielleicht aus dem Garten ausgegraben werden und über sind, oder Stauden und Blumen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit zu Hause und wir hoffen, dass wir uns bald alle gesund wiedersehen. Tschüss! Wir
würden uns freuen über Sachspenden wie Pflanzen, Sträuche, Stauden und so weiter.